Hier einmal ein kleines Tutorial zu den Mods auf dem Syngaming Exile Advanced Server. Ein paar Mods braucht man, gibt ein paar Sachen zu beachten. Und zwar gibt es in der Videobeschreibung dieses nette Google-Dokument, wo man sich alle Mods laden kann. Den Exile-Mod kann man leider nicht so runterladen über den Workshop. Alle anderen kann man sich ohne Probleme im Workshop runterladen oder man macht es sich ganz einfach. Der Merton hat hier eine nette Kollektion angelegt. Und hier sind alle Mods, die ihr braucht, verfügbar. Wenn ihr die alle aktiviert habt, inklusive Exile, könnt ihr euren Launcher starten. Das kann ich jetzt leider nicht vernünftig zeigen, weil blöderweise mein Launcher nicht aufgezeichnet wird, warum auch immer. Zwar habt ihr hier dann hier die ganzen Mods, ich habe das jetzt mal mit Screenshots gemacht. Da müsst ihr dann die entsprechenden Mods natürlich nur auswählen. Könnt ihr dann einfach speichern hier oben bei Presets. Sieht dann so sollte es aussehen. Das JSRS for Apex ist optional. Das müsst ihr nicht haben. Das ist nur, ja, wenn man Bock drauf hat. Ich persönlich gehe direkt über das Spiel. Also gehe in das Spiel rein, gehe über Direct Connect mit der IP. Wenn ihr das allerdings nicht machen wollt, sondern über die Serverauswahl geht und auf den Server joint, kriegt ihr dieses nette Fenster. Und zwar ist es da ganz wichtig, dass bei Add Enigma und bei dem normalen Ace, was euch vorschlägt, beides Ignore steht. Steht das da nicht, kommt ihr auf den Server und werdet direkt wieder gekickt. Ne, dann könnt ihr einfach hier die momentane Auswahl, wird es auf Deutsch wahrscheinlich heißen, dann einfach nehmen und auf den Server connecten. Wenn man dann connected ist, gibt es noch eine Kleinigkeit. Und zwar ist es momentan leider, ist es nicht leider, sondern es ist so, dass Exile eine Hauptmod ist und Ace eine Hauptmod ist. Und dadurch muss man eine Kleinigkeit umstellen, weil die normale Interaktionstaste, das ist die Windows-Taste von Ace, kollidiert leider mit der Windows-Taste, die bei Exile eingestellt ist, sodass man seine Mates sehen kann oder wie weit die weg sind. Da muss man eine Kleinigkeit umstellen. Es lädt gerade, ihr seht es leider nicht, weil warum auch immer ist der Launcher weg. Und zwar müsst ihr euch irgendeine Taste suchen, die ihr normalerweise nicht belegt habt oder auf die ihr die Taste haben wollt, wie auch immer. Die Interaktionstaste ist jetzt nicht so wichtig. Sie wird zwar benutzt, allerdings nicht zu häufig. Weil so viele Ace-Funktionen sind nicht eingebaut auf dem Server. Könnt ihr einfach ganz normal unter die Optionen gehen. Nehmen wir jetzt einfach mal das, was ich immer vorgeschlagen habe, ist hier normalerweise Last Help oder Letzte Hilfe ist normalerweise auf H. Nur so als Beispiel. Ne? Kommt man relativ entspannt dran. Die müsst ihr dann einfach nur entfernen. Geht dann auf die Add-ons, um die zu konfigurieren. Und hier habt ihr dann bei AS3 Common oder allgemein, wenn ihr es auf Deutsch habt, steht hier Interact Key. Auf Deutsch heißt es Fremdinteraktionskey. Knopf, wie auch immer. Fremdinteraktion. Ich habe das jetzt hier auf eine andere Taste gelegt, weil ich das auf meine Maus gebindet habe. Im Normalfall würde hier jetzt Left Windows stehen. Das würde dann einfach ersetzen durch, wie gesagt, zum Beispiel H. Den Selbstinteraktionskey ist normalerweise Steuerung plus linke Windows-Taste. Das funktioniert, das braucht ihr nicht umändern, wenn ihr es nicht wollt. Ich habe es jetzt aber auch gemacht. Des Weiteren, was man noch einstellen kann, ist aber auch nicht nötig, je nachdem, wie ihr Bock habt. Das Zeroing ist ja anders bei Ace. Also gibt es die kleinen Zero-Schritte, dass man normalerweise auf Bild auf und ab hat. Das sind aber nur die 0.1 Schritte, die man macht. Links und rechts, hoch und runter, ne, gibt es hier hoch und runter in groß. Das sind dann die kompletten Schritte. Einser-Schritte ist je nach Waffe, je nachdem, wie man steht, ungefähr 100 Meter. Die habe ich mir jetzt einfach auf Steuerkreuz gelegt. Also die große Zeroing habe ich einfach auf hoch, runter und links und rechts. Für die kleinen Adjustierungen am Scope,
für Windausgleich. Ich persönlich nutze es nicht, weil man braucht es nicht. Man kann es normalerweise mit dem WLDOTS im Scope machen. Anderweitige Einstellungen sind hier komplett bei ACE nicht nötig. Also ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht, ist sowieso schon eingestellt. Ihr könnt die ganz normale Steuerung verwenden. Wie gesagt, es ist nur wichtig, dass der linke Windows-Key, der hier normalerweise stehen würde, umbelegt wird in irgendetwas anderes, was funktioniert und was nicht direkt mit Excel kollidiert. So, wie gesagt, ich gehe nicht über den Serverbrowser direkt im Arma Launcher, weil das ist für den Arsch. Ich gehe über Direct Connect, könnt ihr einfach die IP eingeben. Schön, der Server ist leer. Und wenn alles funktioniert, sollte es gleich so aussehen wie bei mir. In der Zwischenzeit sämtliche Mods, die eventuell noch dazukommen oder entfernt werden, werden in der Kollektion hinzugefügt. Das heißt, in dieser Kollektion, die ich vorhin gezeigt habe, könnt ihr alles ohne Probleme sehen. Allerdings auch in dem Google-Dokument, was dann gleich in der Beschreibung stehen wird. Sonst bei Fragen einfach immer aufs TS kommen. Schreibe ich ebenfalls mit in die Videobeschreibung. Wir helfen da gerne. So, im Normalfall, wenn ihr jetzt eure umgebindete Taste drückt, sollte dieses nette Menü aufgehen. Nein, sorry, das ist die Selbstinteraktion. Dieses Menü sollte aufgehen. Mit dem Heli kann ich aber, glaube ich, gar nichts machen. Nein, aber ihr solltet zumindest diesen roten Punkt haben, wenn ihr nirgendwo steht, wo ihr was machen könnt. Und solltet dann mit den Gegenständen, die irgendwo rumstehen, interagieren können. Und das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt's nicht. Bei Fragen ins TS kommen, Nemras oder meine Wenigkeit sind eigentlich immer im TS. Einfach nur nachfragen und wir helfen euch dann gerne. Viel Spaß beim Zocken und man schießt sich.